Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wir werden heute mal etwas machen, was sich viele von euch in den Kommentaren gewünscht haben. Denn jetzt, wo diese ganzen verbesserten Baumods draußen sind und vor allem dieser riesige, filmakkurate Mosasaurus, haben sich viele gewünscht von euch, dass wir mal den Main Plaza bzw. Hauptplatz aus dem Film Jurassic World nachbauen. Also dieser große Platz mit den ganzen Einkaufsläden und dem Innovationszentrum. Und ich fand diese Idee wirklich ziemlich cool und deshalb werden wir jetzt gemeinsam versuchen, diesen Platz möglichst detailgetreu und nah am Film hier in Jurassic World Evolution nachzustellen. Und dafür blende ich jetzt mal einen Original-Screenshot aus dem Film ein. Das hier ist unsere Vorlage und ich werde versuchen, mich möglichst nah an dieser halt entlang zu hangeln, dass es dann hoffentlich am Ende relativ identisch aussieht. An der einen oder anderen Stelle ist es leider nicht machbar, zum Beispiel hier vorne. Das Gebäude gibt es nämlich im Spiel nicht. Oder hier diese Kleingebäude. Die werden wir dann versuchen, durch andere Gebäude, die relativ ähnlich von der Größe und Form sind und natürlich auch von der Farbe, zu ersetzen. Aber es gibt auch zum Beispiel ein paar Gebäude, die haben wir auch genauso im Spiel vorhanden. Das hier ist zum Beispiel die Arcade. Hier vorne ist der Souvenirladen. Und natürlich auch das Innovationszentrum. Das werden wir dann einmal hier mit jedem Gebäude machen, was wir haben. Die hier haben wir zum Beispiel nicht. Die ganze Reihe haben wir nicht. Die müssen wir dann halt auch wieder setzen. Hier hinter haben wir wieder einige Gebäude. Hier ist nämlich das Restaurant noch hinter und die Bar. Und hier auf der Seite fehlen uns wieder ein paar Gebäude. Aber Leute, ihr werdet gleich sehen. Ich habe mir da schon einen Plan gemacht. Was wir natürlich auch noch nachbauen können, ist das hier vorne auf jeden Fall. Die Einschienbahnstrecke, den Zaun. Und hier hinten, das können wir auch natürlich nachbauen. Dieses Stück. Das hier werde ich erstmal komplett weglassen. Das sind irgendwelche Strohhütten und weiß ich nicht, was das ist. Das bauen wir dann vielleicht nochmal in einem zweiten Part, wenn das Ganze gut bei euch ankommt. Und auch das hier vorne werden wir weglassen, diese Häuser. Weiß ich, kritzel jetzt hier gerade viel rum, aber ich will euch das halt visualisieren. Das hier vorne werden wir auf jeden Fall auch nachbauen. Und auch das werden wir nachbauen. Wobei das allerdings ein bisschen schwierig wird hier mit den Tribünen zum Beispiel. Weil hier sind so Tribünen drin. Und das ist, glaube ich, ein Gehege. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das T-Rex-Gehege oder sowas? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das hier für ein Gehege ist. Und hier vorne ist dann auch noch die Einschienenbahnstation, die etwas anders ist als die im Spiel. Aber da werde ich mir was einfallen lassen. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal einen groben Grundriss. Jetzt seht ihr, was wir alles nachbauen werden und was wir alles davon im Spiel vorhanden haben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Falls ihr euch fragt, was ich hier gerade im Hintergrund mache, ich platziere jetzt hier erstmal alle Gebäude grob schon mal hin, damit ich ungefähr ein Größenverhältnis habe, wie groß ich das Ganze bauen muss und dann schon mal die Wege vernünftig einzeichnen kann. Diese ganzen Gebäude, die jetzt stehen, die werde ich alle wieder abreißen und dann nochmal neu und vernünftig platzieren, sobald die Wege dann stehen. Ich habe mich dann auch noch dazu entschieden, das Ganze noch einen kleinen Ticken weiter nach rechts zu verlegen, damit ich nach links später keine Platzprobleme bekomme, falls wir das Ganze hier noch weiterbauen sollten, weil auf der linken Seite, wenn man von vorne schaut, ist dann noch diese Mosasaurus, ja, dieses Showbecken. Kennt ihr sicherlich alle die Szene, wo der Mosasaurus mit dem weißen Hai angelockt wird und dann mit einem kräftigen Satz aus dem Wasser springt und sich diesen dann einverleibt? Die Wegfarben im Film sind einmal so ein Asphaltfarben, würde ich sagen, und dann dazu noch ein etwas helleres Grau, ja, so ein Grau-Weiß, eher so Richtung Betonfarben. Im Original ist es tatsächlich so ein bisschen so, dass die Wege leicht geschlängelt sind, gerade so vor den Läden und sowas. Das werde ich allerdings hier nicht umsetzen, weil wir das auf jeden Fall nicht so schön hinbekommen würden und das dann, glaube ich, am Ende ziemlich doof aussehen würde. Ich habe es zumindest einmal kurz angetestet und das sah halt nicht so cool aus wie im Film und deshalb habe ich mich dann hier dazu entschieden, das Ganze einfach gerade zu machen und auf dieses kleine Detail dann zu verzichten. Und jetzt ging es als nächstes darum, alle Gebäude, die ich vorher einfach nur zur Orientierung platziert hatte, abzureißen und diese dann
vernünftig an den gerade gebauten Weg zu platzieren. Einen ungefähren Plan, welches Gebäude wohin kommen soll, das sind wir ja gerade schon am Anfang des Videos einmal durchgegangen gemeinsam. Ich mache hier allerdings schon einen Fehler direkt, nämlich hier dieses, was ist denn das, Imbiss? Fastfood-Restaurant ist es, glaube ich, ne? Das mit dem blauen Dach, das müsste eigentlich die Arcade sein. Das fällt mir dann später auch noch auf und dann tausche ich das Ganze auch noch aus. Also keine Sorge, falls ihr jetzt schon geschrien habt und gesagt habt, ey, Dandy, da muss die Arcade hin. Das habe ich dann auch zum Glück noch gecheckt. Aber ansonsten habe ich halt versucht, den Film nochmal durchzuskippen und dann diesen Hauptplatz aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln halt auf Screenshots einzufangen und dann genauestens zu analysieren, um zu gucken, welches Gebäude aus Jurassic World Evolution wo am besten hinpasst und was am nächsten halt an den Film rankommt. Dabei ist es halt leider, wie gesagt, so, dass es einige Gebäude halt gar nicht im Spiel gibt, aber da habe ich dann halt die Gebäude genommen, die am nächsten von der Form, Größe und Farbe an das aus dem Film dann herankommen. Als ich dann alle Gebäude soweit platziert hatte, ist mir dann allerdings aufgefallen, dass das Ganze irgendwie alles doch noch ein bisschen zu hoch und zu weit über dem Wasserspiegel ist, damit das später wirklich nah an das Original rankommt. Und deshalb habe ich dann die Entscheidung getroffen, alles nochmal an Gebäuden abzureißen und den Boden noch einen Ticken weiter abzusenken, um dann halt ein möglichst originalgetreues Ergebnis zu haben. War an sich auch gar nicht so schwer, weil ich halt diese ganzen Wege noch stehen lassen konnte und dann nach und nach die Gebäude einfach ausgetauscht habe. Das Ganze dann auch nochmal ausgenutzt und habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen mit den Wegen zwischen den Gebäuden und um die Gebäude rum, damit das Ganze am Ende dann wirklich sauberer und ordentlicher aussieht. So, die Gebäude von dem Hauptplatz stehen soweit alle. Es gibt trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun und ich werde das jetzt für euch einfach im Speedbuild so ein bisschen weiterlaufen lassen, mit ein bisschen Musik. Und am Ende, wenn wir fertig sind, sehen wir uns nochmal in einem Realtime-Part und dann schauen wir uns nochmal alles gemeinsam an und gucken mal,
wie nah wir dann letztendlich an das Original rangekommen sind.
Und das hier ist unser Realtime-Part. So sieht das Ganze aus. Der Moser müsste ja auch irgendwo schwimmen. Den haben wir auch gerade gelandet. Der ist hier wunderschön unter Wasser. Da, wo ihr auch hingehört. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, wo wir dann hier zum Beispiel dieses Mosasaurus-Becken noch bauen, dieses Showbecken und auch die Hotelanlagen, und es gibt ja noch ganz, ganz viel aus dem Film, was man bauen könnte, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich da Bescheid weiß. Aber wir schauen uns jetzt hier erstmal an, was wir heute fabriziert haben. Das hier ist der Eingangsbereich. Ich habe wirklich versucht, so gut wie es geht, mich ans Original zu halten. Später werden hier auch noch mehr Leute laufen, dann sieht das auch noch lebendiger aus. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Kommt schon nah an den Film ran. Und da hinten fährt dann auch ganz normal die Einschienbahn. Aus unserer selbstgebauten Einschienbahnstation, die auch ein bisschen flacher ist. Ich musste leider hier dann noch so ein bisschen Wasser lassen. Das ist im Original leider nicht der Fall. Aber das fällt eigentlich gar nicht auf, wenn man von Weitem guckt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber hätte ich das hier zugemacht, dann wären die Schienen halt wieder mega hoch gewesen. Das war halt so der Grund, warum ich ja das Ganze so ein bisschen versenkt habe. Hier ist übrigens dieses Gehege, wo ich nicht genau sicher bin, was da drin wohl gelebt hat. War das das T-Rex-Gehege? Ich weiß es nicht. Also schreibt es gerne mal auch in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Hier vorne war auch so ein kleiner Gang, den habe ich auch nachgebaut. Der ging auch genau zwischen diesen beiden Gebäuden durch. Und natürlich im Hintergrund hier oben diese ja, Station. Ist nicht ganz das richtige Gebäude, aber kommt schon sehr nah an das Original ran. Das ist, glaube ich, dieses Gebäude, wo später der T-Rex draufsteht und dann ganz am Ende schreit und man dann hier nochmal runterguckt. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein paar Screenshots und Ingame-Aufnahmen, damit ihr so mal den Vergleich habt, wie nah das Ganze dann an das Original wirklich rankommt. Und ja, Leute, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Falls ihr mehr hiervon sehen wollt und wollt, dass wir das Ganze weiterbauen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.